Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ja, der große Augenblick ist gekommen. Ich werde Zuschauerfragen beantworten. Und vorher möchte ich euch aber erstmal mitteilen, dass meine zweite Folge der Drohnenserie, wo es um die rechtlichen Themen geht und die neue Drohnenverordnung und Versicherungen, fällt leider flach, weil ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe bemerkt, dass wirklich schon sehr, 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 sehr viele Videos zu dem Thema im Internet kursieren. Ich habe da auch meine Favoriten, die ich auch abonniert habe, die ich sehr, sehr gerne gucke, die sehr viel mit Drohnen machen und die haben wirklich schon sehr viel zu dem Thema erklärt. Also warum soll ich noch ein Video darüber machen? Das ist eigentlich Schwachsinn. Deswegen fällt das aus und ich werde euch aber die Videos, wo diese Sachen erklärt werden, werde ich euch nächste Woche in die nächste Folge unten in die Videobeschreibung mit reinpacken und da könnt ihr dann auch direkt zu diesen Seiten finden und dann seid ihr auch gut beholfen. Auf jeden Fall jetzt zu den Zuschauerfragen. Es sind insgesamt 20 Stück, habe ich zusammengestellt und ich habe versucht, die ein wenig auch nach Art zu sortieren. Ja, und damit möchte ich jetzt gerne beginnen und hoffe, euch wird das Video gefallen. Und ja, gut, wir fangen mit der ersten Frage an. Wie bist du zu YouTube gekommen? Ja, wie ist man zu YouTube gekommen? Die größte Videoplattform der Welt. Klar, man macht sein Hobby, was man betreibt und hoffentlich auch bald Beruf. Will man natürlich der Öffentlichkeit präsentieren. Ja? Und was gibt's da anderes als YouTube? Also YouTube ist halt schon die Plattform, wo man es wirklich am meisten verbreiten kann und wo man auch die größte Zuschauerbindung hat. Auch natürlich über Facebook, aber die Kanäle habe ich ja auch verlinkt auf meinem YouTube-Kanal und umgekehrt genauso. Ja, und so bin ich halt zu YouTube gekommen. Ich meine, YouTube kennt heute fast jeder, ne? Die zweite Frage. Wie lange machst du YouTube? Ja, YouTube betreibe ich seit 2019 und habe damit, im Januar stand es schon in den Startlöchern und das erste Video hatte ich, glaube ich, kleinen Moment mal, ich guck's mal gerade kurz nach. Mein erstes Video, kleinen Moment, ich bin sofort wieder bei euch. Mein erstes Video. So, na komm. Mal gerade ein bisschen scrollen. Mein erstes Video habe ich genau vor einem Jahr hochgeladen. So zeigt er mir das hier, aber ich glaube, der zeigt das auch immer nur in Jahresabschnitten. Also auf jeden Fall habe ich 2019 damit angefangen. Ja, das ist jetzt schon eine lange Zeit und mein YouTube-Kanal, der ist auch seitdem, sage ich jetzt mal, ja, langsam gewachsen. Ja, aber das Gute ist, ich will halt auch kein Clickbaiting betreiben und meine Abonnenten, die ich bekomme, sollen ehrliche Abonnenten sein. Wirklich, denen das gefällt, was ich mache. Ja, auf jeden Fall zurück zu den Fragen. Wo waren wir? Wie lange machst du YouTube? Genau. Deine Videos beinhalten einen eigenen Charakter. Wieso drehst du Videos, die so sind, wie sie sind? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ja das Fundament meines Kanals beinhaltet ja meine Musik, die ich mache. So, und das Gute ist halt, ich habe mir immer überlegt, was man kann halt nicht nur Musik auf YouTube hochladen, das wird irgendwann zu langweilig. Und da habe ich mir überlegt, was kann man da machen? Und mir waren Drohnen schon sehr, sehr lange im Begriff und auch die Filmart, die man damit machen kann und drehen kann. Ja, und dann bin ich halt so dazu gekommen, dass ich mir meine ersten Kameras gekauft habe und die Drohne hat dann auch nicht lange auf sich warten lassen und so bin ich dann halt zur Filmerei gekommen. Und ja, die unterschiedlichen Videoarten, die ich mache, ich bin ja manchmal in der Natur unterwegs, Lost Place Besichtigungen, alles mögliche, da will ich ehrlich sein, ich will halt irgendwo mit dem, was ich tue, die breite Masse erwischen. Und ich habe halt manchmal so das Gefühl, dass Videos, die halt wirklich nur auf ein Thema basieren, nicht so wirklich viele Abonnenten bringen. Und ich will halt
für jeden etwas dabei haben. Es soll was Schönes werden. Mein Kanal soll mich als Person widerspiegeln und ich filme viele unterschiedliche Dinge, natürlich auch die, die mir gefallen und nicht einfach so wild drauf los. Ich mache das auf meinem YouTube-Kanal, was mir gefällt. Ja, die nächste Frage. Es sind insgesamt 20 Fragen. Ja, jetzt sind wir schon bei Frage Nummer 4. Du filmst in sehr unterschiedliche Richtungen. Wieso? Ja, na, also das war eigentlich schon, die Antwort hatte ich gerade schon in der vorherigen Frage mitbeantwortet. Es sind halt Sachen, die mir gefallen und ich möchte halt irgendwo die breite Masse erwischen. Ja, und das ist halt der Grund, das hatte ich gerade eben schon quasi, kann man sagen, beantwortet. Denkst du, dein Kanal hebt sich von anderen Kanälen ab? Also da meinte der Zuschauer wahrscheinlich in die Richtung, was ich mache. Ja, also ich habe es ja auf meinem YouTube-Kanal auch so aussehen lassen, dass es wirklich fundamentbasierend auf meiner Musik, die ich produziere, beruht. Ne? Und ja, klar, man versucht halt immer irgendwo, sich von anderen Kanälen abzuheben, weil man etwas Einzigartiges schaffen will auf YouTube, natürlich auch für euch. Und ja, also ich gehe schon davon aus, dass man irgendwo immer versucht, sich von anderen Kanälen ein bisschen abzuheben. Ist auch nicht verkehrt. Empfehle ich jedem. Ne? Guckt euch andere Kanäle an und schaut, was ihr daraus Einzigartiges machen könnt. Das finde ich halt immer wirklich sehr wichtig. So, zur nächsten Frage. Du produzierst sehr gute Soundtracks. Würdest du auch für IMAscore arbeiten? IMAscore, ja. Ne, also IMAscore ist wirklich jetzt in der Soundtrack-Welt fast jedem ein Begriff geworden. Und super Leute, wirklich. Die Musik gefällt mir richtig, richtig gut, was die machen. Und ich habe auch schon ehrlich gesagt mich irgendwo versucht, mal ein bisschen daran zu messen, so die Art von Soundtracks, was die produzieren, halt auch mal zu machen. Dafür habe ich in meinem YouTube-Kanal auch Playlists angelegt. Da habe ich von dem Phantasialand Ruckburg ein komplettes Soundtrack-Album erstellt, was ich selber gemacht habe, worauf ich echt wirklich stolz bin. Da habe ich Soundtracks von Weihnachtsklängen bis hin in die Ruckburg-Station gemacht. Könnt ihr mal gerne reinhören, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und würdest du für IMAscore arbeiten? Wenn sie mich anfragen würden, sage ich ganz ehrlich, ich würde zusagen. Ja, weil die Jungs haben Ahnung davon und warum sich nicht erweitern in seinem Feld, was man macht und mit dem, was man vorhat. Ich würde es machen. Ja, ich würde es machen. Ich würde für die Jungs arbeiten, auf jeden Fall. Ne, man hat trotzdem immer noch, das ist ja das Geile, die sind halt sehr flexibel und es schafft irgendwie jeder, der da arbeitet, immer zwischendurch noch ein bisschen YouTube zu machen. Ja, also warum könnte ich das nicht auch schaffen? Würde ich auf jeden Fall machen. Nächste Frage. Bereitest du Clickbaiting? Betreibst du Clickbaiting? Nein, mache ich nicht. Man versucht also, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, ob man das jetzt unter Clickbaiting versteht oder nicht, da hat jeder eine andere Meinung. Ich versuche, jetzt wenn ich ein Video hochlade zum Beispiel, ich mache mir immer ganz viele Gedanken, wie könnte der Titel aussehen? Und stelle mir auch im Kopf schon das Thumbnail vor, ja, wie es aussehen könnte. Ich vertreibe meine Videos, die Links dazu in sehr vielen Social-Media-Netzwerken, wie zum Beispiel Instagram und Facebook. Klar, ne, ich bin auch in YouTube-Push-Gruppen drin. Ne, man versucht halt immer irgendwo eine etwas größere Reichweite zu bekommen. Aber ob man diesen Fachbegriff jetzt so als Clickbaiting bezeichnen kann, wage ich zu bezweifeln. Glaube ich eher nicht. Aber ich habe auch mal angefangen und man hat auch mit den unterschiedlichsten Dingen versucht, Abonnenten zu bekommen. Ne? Da macht euch, auch für die Anfänger unter uns, macht euch da keine Sorgen. Baut euren Kanal so auf, wie ihr meint. So, nächste Frage. Ehrlich und Hand aufs Herz, hast du in deiner Anfangszeit bei YouTube versucht, etwas von erfolgreichen Kanälen nachzuahmen? Ja. Habe ich gemacht. IMAscore zählte auch darunter. Ich habe mir den Kanal von denen angeguckt. Sind jetzt auch mittlerweile, glaube ich, bei 12.000 Abonnenten oder sowas. Natürlich. Ne, ich habe ja eben in der anderen Frage auch schon erwähnt, wenn man
Ja, also man nimmt sich andere Kanäle so als Vorbild und versucht dann halt dementsprechend auch was aufzubauen. Finde ich auch nicht grundlegend verkehrt. Oder auch mal zum Beispiel, wenn man keine Idee für ein Thumbnail hat, zum Beispiel dann im Internet ein bisschen zu durchsuchen nach Thumbnails, die andere jetzt gemacht haben und da irgendwie in irgendeiner Art und Weise jetzt was nachzumachen bei einem Thumbnail. Das mache ich sogar heute noch, wenn ich ehrlich bin. Nächste Frage. Würdest du dich in deiner Produktion als Profi bezeichnen? Sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Als Profi? Nein. Würde ich mich nicht bezeichnen. Es gibt immer Steigerungen. Guckt euch die Jungs von Demascore an. Es gibt immer Steigerungen zu dem Thema. Und ein Profi, ich würde mich selber, ja okay, ich würde mich selber schon als gut ausgebildet bezeichnen. Ja, also ich habe viel Ahnung von der Materie. Ich weiß gut, wie man Filme vertont. Ich weiß gut, wie man Sachen einstellt, um die richtigen Klänge rauszubringen. Klar, am Anfang war es halt immer etwas schwieriger. Es kann sein, dass manche Videos mal etwas übertönt rüberkamen. Das hat dann mit dem Zusammenspiel der Videos und der Musik zu tun. Ja, ne? Also als Profi direkt würde ich mich nicht bezeichnen, aber für mich selber würde ich mich als Profi bezeichnen, wenn ihr jetzt versteht, was ich damit meine. Das würde ich schon sagen, ja. Hast du vor, mit YouTube durchzustarten? Natürlich! Klar will ich mit YouTube durchstarten. YouTube ist wirklich eine Plattform, wo man auch sehr gute Einnahmen mit erzielen kann. Aber das hat halt auch wieder so einen Zusammenhang, finde ich, ein Zusammenspiel. Jetzt zum Beispiel mit den Fragen, betreibst du Clickbaiting und alles Mögliche. Man versucht immer irgendwo seinen Kanal ein bisschen zu pushen, weil man auch irgendwann damit ans Geld verdienen kommen will. Und ich bin ja auch noch unter 1000 Abonnenten, das bedeutet, ich verdiene noch kein Geld damit. Aber es ist ein Ziel von mir und ich will da unbedingt hin, weil es ist eine zusätzliche Einnahmequelle und wer von uns braucht kein Geld? So, knallhart rausgesagt jetzt. Ja, ich will mit YouTube durchstarten. Auf jeden Fall, um auch eine größere Reichweite zu bekommen mit dem, was ich betreibe. Nächste Frage. Dein Kanal ist noch nicht sehr groß. Meinst du, du machst Fehler oder woran könnte das liegen? Fehler machen wir alle. Ich habe auch Fehler gemacht am Anfang. Die Fehler versuche ich jetzt mittlerweile auszubessern. Woran das jetzt liegt, gebe ich vielleicht irgendwo dem YouTube-Algorithmus ein bisschen Schuld. Ne, weil der entscheidet, wie weit ihr verbreitet werdet. Und ja, klar, ne, es hängt auch mal mit Titeln oder Thumbnails zusammen. Das passiert mir wahrscheinlich heute noch. Ich habe ja Videos auf meinem Kanal, die haben auch nur 100 Aufrufe oder so. Ja, und klar, da fragt man sich schon, was habe ich jetzt falsch gemacht und kann man da was besser machen? Aber das ist immer ein Weg in die richtige Richtung, dass man sich darüber Gedanken macht und dass man da auch versucht, wirklich draus zu lernen und es besser zu machen. Ja. Zur nächsten Frage. Ich hoffe, die Frage war jetzt damit beantwortet. Wie viel Geld hat dein ganzes Setup und Equipment gekostet? Über Geld redet man ja eigentlich nicht so, aber ich will ehrlich sein. Ich sag's euch. Mein PC, mit dem ich arbeite, hat mit der Aufrüstung zusammen knapp 3.700 Euro jetzt gekostet. Hab das normale Windows 10 drauf. Ja, dann meine Kamera, mit der ich gerade filme, die hat 1.000 Euro gekostet. Dann habe ich ein iPad, ein iPhone, ist auch mit in der Arbeit drin. Mikrofone habe ich in einem Gesamtwert von bestimmt, ja, auch so 1.500 Euro hier. Da will ich aber jetzt auch noch etwas mehr aufrüsten, weil Mikrofone sind halt immer so eine Sache, ne? Es gibt zum Beispiel Mikrofone, die kann man nicht so für draußen verwenden, Mikrofone, die kann man nicht so für drinnen verwenden und da versucht man halt immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. 4K-Monitor von LG hat rund 400 Euro gekostet. Mein erweiterter Monitor, den ich habe, hat auch rund 300 Euro gekostet. Ist kein 4K-Monitor. Ja, die Drohne 900 Euro plus Kombo-Paket dabei waren es 1100 paar gequetschte. Dann habe ich ein Audio-Interface von Focusrite für schlag mich tot 129 Euro. Ja, Schreibtisch an sich auch 600 Euro. Ich würde mal grob schätzen, roundabout 7000
7.500, 8.000 ungefähr. Komplett. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich hoffe, es war damit beantwortet. Nee, das sind, glaube ich, mehr. Das sind schon knapp 10.000, weil ich habe die Apple-Geräte jetzt gerade nicht mitberechnet. Also ich habe sie zwar erwähnt, aber nicht mitberechnet. iPad war ja auch 750 Euro. iPhone auch für... Ist ja auch quasi Arbeitsgerät. Kommen wir zur nächsten Frage. Da, genau. Arbeitest du lieber mit Apple oder Windows? Videotechnisch, ganz ehrlich, arbeite ich persönlich wirklich lieber mit Windows. Apple hat halt immer so eine Eigenschaft, die Geräte an sich sind halt, man muss wirklich sehr, sehr viel Geld dafür investieren, um einen größeren Arbeitsspeicher zu haben. Und das kann ich über die normalen Windows-Computer halt etwas günstiger aufrüsten. Ich denke mal, da kann mich auch jeder verstehen. Und ich werde aber natürlich irgendwann, wenn damit mal gut Geld verdient wird, auch komplett auf Apple umsteigen. Weil Apple ist eigentlich mein Favorit, deswegen habe ich auch ein iPhone und ein iPad. Das auf jeden Fall. Also, ich arbeite eigentlich mit beiden gerne. Hoffe, die Frage war auch beantwortet damit. So, welche Bearbeitungsprogramme nutzt du? Sehr interessant. Soundtrack-technisch bin ich komplett auf Magix. Videotechnisch bin ich momentan mich mit Final Cut Pro am beschäftigen. War vorher auch bei Magix Video Deluxe. Viele mögen diese Programme von Magix nicht so. Man kann wirklich sehr einfach Musik damit machen. Es ist auch richtig, aber ich versuche sehr viele Samples auch selber zu erstellen und dementsprechend, man kann auch komplett selbstständig ohne irgendwelche fertigen Musikstücke zu integrieren, kann man auch seine Musik komplett selber machen mit Magix. Von daher finde ich es eigentlich schon sehr gut und ich versuche mich auch bei Magix immer sehr gut aufzurüsten. Es gibt halt sehr oft neue Updates und die nutze ich auch alle und sind auch top. Also ich kann mich nicht beschweren. Und für kleine Feinheiten benutze ich auch, ich habe auch schon komplette Soundtracks damit erstellt, ist Cubase. Da bin ich auch mit am Arbeiten. Aber Magix ist halt so vom Aufbau her, finde ich, etwas übersichtlicher. Und deswegen nutze ich Magix wirklich sehr gerne und Cubase aber auch. Ja, zur nächsten Frage. Hast du schon einmal eine Drohne geschrottet? Nein, habe ich nicht. Ich habe meinen Drohnenführerschein gemacht. Ich habe von Anfang an gelernt, vorsichtig zu fliegen, da ich auch in der Natur unterwegs bin, wo sehr viele Hindernisse wirklich sind. Und ja, das ist halt immer so eine Sache, wie man sieht. Also ich habe noch keine Drohne geschrottet, was mir aber schon passiert ist, ich bin halt mit der Drohne schon mal in den Ast geflogen, weil die Drohne, die ich früher hatte, die hatte seitlich keine Sensoren gehabt. Und das war die Mavic Mini, DJI Mavic Mini. Und die habe ich mal in einen Ast geflogen. Sie ist aber nicht geschrottet dadurch. Ja, also ich musste danach ein Rotorblatt austauschen und danach war die Sache wieder gegessen. Ja, zur nächsten Frage. Welche Drohnen legst du dir in der Zukunft noch zu? Ja, das ist eine sehr gute Frage auch. Ich werde mich auf jeden Fall drohnentechnisch aufrüsten, das steht fest. Werde da wahrscheinlich auch in Richtung Inspire gehen und schlag mich tot. Also in die größere Drohnenklasse auf jeden Fall noch rein. Das werde ich auf jeden Fall tun, ja. Und die nächste Frage. Was könntest du einem Anfänger-Drohnenpiloten für eine Drohne empfehlen? Ganz klar, die DJI Mavic Mini oder die DJI Mavic Mini 2. Kleines Gerät, wiegt nur 249 Gramm, hat ein leichtes Abfluggewicht und ist wirklich sehr, sehr, sehr leicht zu steuern. Und die empfehle ich wirklich jedem Anfänger. Steigt mit einer ganz kleinen Drohne ein und versucht es dann so wie ich, sich immer weiter peu à peu aufzustaffeln. So würde ich das demjenigen auch empfehlen. Ne? Also auf jeden Fall die Mavic Mini. Es gibt auch von günstigeren Anbietern natürlich jetzt auch kleine Drohnen, die auch sehr gut sind. Aber ich würde schon bei DJI bleiben auf jeden Fall. Da hat man halt über die Versicherungswege auch von DJI sehr einfache Möglichkeiten, wenn mal was passiert, etwas auszutauschen. Ist bei den anderen nicht so gut. So, dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Wo waren wir? Genau.
Welchen PC kannst du für die Videobearbeitung empfehlen? Auch eine gute Frage. Da ich ja mit Windows arbeite, ganz klar, ein Windows-PC, ne, ist wirklich zurzeit auch für einen Anfänger am einfachsten, weil Apple ist halt wirklich immer etwas komplizierter. Also wenn Anfänger, dann auf jeden Fall mit Windows. Und wenn man dann ins Fortgeschrittenere geht, dann kann man auch langsam, wenn man auch das nötige Kleingeld dafür hat, zu Apple wechseln. Ja. Nächste Frage. Dann sind wir auch schon bei der vorletzten Frage angekommen. Filmst du lieber mit der Drohne oder mit einer Standardcam? Drohne. Ich filme sehr, sehr gerne Drohne. Ja, man ist sehr flexibel, man kann sehr viel machen und klar, man muss halt immer gucken, in seinen Videos auch beides mit einzubringen, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Intro drehe für mein Video oder ein Outro, dann ist natürlich die Standardcam da, aber natürlich auch in 4K. Ne? Und die Drohne ist halt ein Erlebnis, wenn man die Drohne steuert und sieht, was man dafür unglaubliche Aufnahmen mitmachen kann. Da ist Drohne auf jeden Fall mein Vorreiter. Ja. Ja, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage gelandet. Und das ist tatsächlich die interessanteste Frage von allen. Die hat mich auch schon beschäftigt. Das habe ich auch schon sehr viel klären müssen mit meiner Frau. Ja, funktioniert aber zum Glück sehr, sehr gut. Ich stelle euch die Frage: Was sagt eigentlich deine Familie dazu, dass du sehr viel vor dem Computer hängst? Kann man das alles unter einen Hut bringen? Ja, kann man. Ne? Also, es gibt Situation, klar, habe ich auch schon erlebt, da ist meine Frau, kannst du jetzt nicht mal langsam zu mir kommen? Und ich versuche wirklich in meiner Arbeit, die ich betreibe, sehr viel meine Familie auch mit einzubringen und sie nicht zu vernachlässigen. Ich nehme auch manchmal meine Tochter mit, ja, zum Filmen. Ich versuche sie dann natürlich auch aus den Videos rauszuhalten, aber in meinem Kanal-Trailer ist sie quasi von hinten zu sehen und alles mögliche. Ich versuche halt so viel wie möglich damit einzubringen und wenn die Familie einen liebt, dann unterstützt sie einen auch auf dem Weg, weil meine Frau kennt auch meine Kinder, die wissen halt, was ich mache und die kennen auch den Weg, den ich einschlagen will. Ja, also ist die Frage für mich schon sehr wichtig, ist eine sehr wichtige Frage, weil man kann dadurch halt auch mal sich Gedanken machen, hängt man doch zu viel vor dem Computer. Ich versuche es halt auch schon immer ein bisschen runterzufahren, aber man muss halt bei YouTube ist halt nun mal auch sehr wichtig, regelmäßig liefern. Ohne das geht's ja, geht's halt nicht. Und ich bin halt schon sehr viel vor dem Computer. Klar, eigene Soundtracks werden produziert. Das Video wird produziert und dann muss ich rausfahren, filmen und alles Mögliche. Es ist eine Menge Arbeit. Aber meine Frau unterstützt mich auf diesem Weg und ich bin wirklich sehr stolz darauf und dafür liebe ich auch meine Frau. An der Stelle schöne Grüße an dich, Bianca. Schatz. Ja, finde ich klasse. Kann ich auch jedem empfehlen, der mit YouTube anfängt. Von Anfang an mit ehrlichen Karten spielen und der Frau auch sagen, hör mal, ich bin viel beschäftigt jetzt und wenn die Frau einen liebt oder umgekehrt, wenn die Frau YouTube macht und wenn der Mann dann einen liebt, sollte das kein Problem sein. Na, es ist halt Arbeit. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen und ich hoffe sehr, dass euch mein Video zu den Zuschauerfragen gefallen hat. Ich habe euch die Fragen alle wirklich mit viel Herz und Ehrlichkeit beantwortet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Das ist jetzt ein interessantes Video mal gewesen, eine neue Art von Videos, was ich mit einbringen wollte. Und ich hoffe mal, dass euch in manchen Sachen auch die Fragen vielleicht geholfen haben. Weiß man ja nicht. Viele machen sich ja auch Gedanken und nehmen sich ein Vorbild an andere. Ich möchte ja auch irgendwo dann ein Vorbild sein. Und macht es auf jeden Fall gut. Macht euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video sehen werdet. Und ich wünsche euch alles Gute. Euer Patrick von Lidom Produktion. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Und abonnieren und liken nicht vergessen. Peace. Achso, und kleinen Moment. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Drohne fliegen, weil ich sehe nämlich gerade, die Sonne ist rausgekommen.